Hallo zusammen, willkommen zurück. Jetzt geht's los mit Farm Together. Ich habe es in dem ersten Video, in so einem Infovideo, ja, wo ich euch auch nochmals das Spiel ein bisschen vorgestellt habe, gesagt, wir werden neu beginnen. Ich habe ja hier schon mit dem Farm LP Cope, das ist dieser Speicherstand, wo ich Let's Played habe, also sozusagen, wir nennen das die erste Staffel von Farm Together, wo ich mit Friedrich gespielt habe. Natürlich lasse ich den Spielstand stehen, weil wir da schon ordentlich was zusammen damals geschafft haben und wir erstellen jetzt einfach ein neues Spiel. Das Geniale ist, ihr könnt beitreten, ihr könnt einfach mitspielen, wenn ich online bin. Also das, wie gesagt, schaut euch sonst das erste Video an. Ich werde jetzt das einfach Pro Let's Play nennen und bin gespannt, wie da unsere Farm ausschauen wird. Es ist hier random, es sieht nicht immer gleich aus, also jeder hat irgendwie eine andere Farm. Ah, jetzt ist es mal flach. Okay. Das ist jetzt unsere Farm. Und wir haben einfach nichts. Wir haben Karotten. Und natürlich auch noch keinen Traktor. Weil das Spiel werde ich jetzt so gestalten, die, die das kennen, einige Sachen haben ja echt lange, ne? Zum Dingens, also zum Wachsen. Jetzt hier die Salate und so, meiner Meinung nach ja nicht. Ja, genau, 53 Sekunden ist ja nichts. Ich werde dann auch offscreen so ein bisschen weiterspielen, so wie ich das auch in der ersten Staffel gemacht habe mit Friedrich und dann einfach auch immer wieder so euch auf den neuesten Stand bringen. Denke nicht, dass ich das jeden Tag bringen werde. Das ist vielleicht so jeden zweiten, vielleicht sogar erst nur jeden dritten Tag ein Let's Play von Farm Together kommt. Kommt natürlich ganz drauf an. Was ich euch versprechen kann, ist, dass ich sicher in Zukunft nicht alleine spielen werde. Es werden noch zwei weitere Spieler dann dazukommen, die aber ihre eigene Farm haben werden, wo wir einander gegenseitig helfen würden und natürlich auch immer ein bisschen spannend gehen, was die so alles schon erreicht haben. Weil es ist ja auch so ein bisschen manchmal dann ein zeitaufwendiges Spiel. Es gibt dann plötzlich echt viel zu tun. Im Moment sieht das nicht danach aus, aber glaubt mir, es wird sehr viel zu tun geben. Ich finde es auch sehr schön von den Entwicklern, dass das Spiel nach und nach immer noch weiterentwickelt wird, immer noch weitere Sachen dazukommen. Das hat mich auch animiert, echt mal wieder reinzuschauen. Ich war ja positiv überrascht. Ich glaube, das hat man auch gemerkt in der ersten Folge. Weil mit so vielen Sachen habe ich nicht gerechnet. Auch, dass wir ein eigenes Haus und so bauen können. Das ist genial. Das ist super. Das macht alles so ein bisschen persönlicher. Ah ja, stimmt. Wir müssen da ja wieder zum Ansehen überhaupt sowas hinpflanzen. Oh, der wilde Traktor. Ich glaube, der kommt irgendwie bei Level 6 von der Farm oder so. Da müssen wir uns jetzt einfach durchbeißen. Und die Felder jetzt einzeln bewirtschaften noch. Und plötzlich geht das ganz fix. Pflanzen mal wieder Salat, ne? Ist ja irgendwie gucken, dass wir da zu Geld kommen. Oh, ist das cool. Ich mag das. Das ist so entspannt. Das Spiel ist so cool. Wie habe ich das vermisst? Aber es war dann auch plötzlich halt die Luft so ein bisschen raus. Und da wir damals die Farm zu zweit gemacht hatten, fehlte dann plötzlich auch oft die Zeit, zusammen noch zu spielen, was aufzunehmen. Und irgendwie lief das dann so ein bisschen, verlief das im Sande. Auch hier noch einen Salat pflanzen und hier auch noch. Und hier ausreißen. Kann man auch mit Controller spielen. Volle Controller-Unterstützung des Spiels. So, jetzt muss ich da erstmal gucken, dass wir da irgendwie auch so schnell wie möglich einen Stand bauen könnten, um unsere Sachen zu verkaufen. Dass Geld reinkommt, dass auch natürlich diese Edelsteine reinkommen, um weitere Gerätschaften kaufen zu können. Und jetzt zu Beginn heißt es bewirtschaften, auch wenn es mühsam ist. Also nicht aufgeben gleich, ne, nach ein, zwei Level. Es wird alles besser, mit dem Traktor dann sowieso. Und das werde ich dann sicher auch offscreen so ein wenig ausbauen, damit das nächste Mal, oder besser gesagt in der nächsten Folge, auch mehr zu sehen sein wird. So, jetzt pflanze ich hier noch Salat hin.
Das Gießen ist übrigens, es ist nicht nötig. Also es geht nichts kaputt, wenn ihr nicht gießen wollt. Ihr verkürzt einfach die Wachstumszeit ein wenig und es geht dann natürlich schneller zum Ernten. Und ich habe jetzt gerade ja die Zeit, so dran, das zu gießen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich wahnsinnig, wieder Farm Together zu spielen. Waren damals echt einige Stunden, wo ich da verbracht hatte. Mit meinen vielen, vielen Tierchen. Und lustig wird es natürlich dann, wenn wieder zu dritt eigentlich jeder mit seiner Farm einander auch ab und zu immer wieder besuchen können. Und zu Beginn ist halt jedes Stückchen Geld oder jeder Dollar ist Gold wert. Am Anfang ist das schon so ein bisschen tricky, dann auch weiterzukommen, weil manchmal fehlt dann einfach auch das Geld, um irgendwas anpflanzen zu können. Das kostet uns ja auch. Seht das immer wieder, 15 wird uns abgezogen. Also muss man immer so einen Grundstock, sollte man an Geld haben, damit man anpflanzen kann. So, wo stehen wir hier eigentlich? Okay, mittig. Jetzt muss ich auch, ich muss mich gerade wieder echt orientieren. Was können wir uns denn kaufen? Überhaupt nichts. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Nix. Wir können nichts. Wir können Fische können wir erst kaufen, wenn die Farm auf Level 2 ist. Für 1000 können wir ein Gemüsestand. Den brauchen wir. Das ist alles erst, ne, provisorisch. Also nicht erschrecken. Ich mach's jetzt einfach mal hier hin. Und sonst sieht's ein Brunnen, ne. Das ist Dekoration. Brauchen wir alles nicht. Nee. Okay, müssen wir uns mit dem Gemüsestand erstmal zufrieden geben. Und unsere kleinen Felder jetzt bewirtschaften hier. Hoffen, dass so schnell wie möglich hier ein guter Ertrag rauskommt. Ja, es bringt schon was, wenn man gießt. Und ich hoffe, sie haben das gefixt. Gehe ich schwer davon aus, dass wenn es regnet, die Felder dann nicht gegossen werden müssen. Das war zu Beginn nämlich der Fall. Das hat irgendwie, manchmal hat es funktioniert und manchmal nicht. Und wir mussten dann trotz Regen mussten wir die Felder gießen oder die Bäume. Das war so ein bisschen mühsam. Ah, Level 2. Gieß ein bisschen mehr Geld dafür. Sollten wir dann schon mal vielleicht Gemüse verkaufen können. Ja, wir machen das gleich. Und ihr seht, es kostet wirklich alles Geld. Sogar noch das Pflügen kostet uns Geld. Also immer darauf achten, dass, wenn ihr nicht alles schon angepflanzt habt, dass das ein bisschen im Grundstock an Geld da bleibt. Weil uns ist es auch schon mal passiert, dass wir dann einige Felder gar nicht mehr bewirtschaften konnten und warten mussten auf den Rest der Ernte. War damals nicht so viel, da hatten wir echt Geldknappheit. Das war so ein wenig ein Fehler, den wir da gemacht hatten. Vielleicht passiert es uns auch hier wieder. Kann natürlich auch sein. Und hier können wir auch schon wieder was. So, und ansonsten hier ist nichts. Ah, da hinten ist noch ein Feld sicher. Jetzt können wir hier sogar schon was verkaufen. Ah, cool. Da gieße ich jetzt gerade nicht. Hier ist nichts angepflanzt, sehe ich gerade. Machen das jetzt aber so. Wie war das? Ich kann das Feld wegmachen. Weil jetzt, solange wir eben kein Traktor haben, möchte ich einfach dort alles in der Nähe behalten. An Feldern. Und deswegen macht das jetzt gerade hier nicht so einen Sinn, dass ich da immer hin und her switchen muss. Ich möchte dann oben die Felder vergrößern. Weil wir doch jetzt eine Zeit lang, und ich bin da meiner irgendwie Level 6 oder 7 war das, bis wir den Traktor kriegen. Also das dauert doch so ein bisschen. Ups, wo drücke ich denn hier? Wieso kommt denn jetzt immer das?
So. Ah, hier können wir auch schon was wieder mitnehmen. Inventar ist grenzenlos, also keine Angst. Also wir können hier so viel mitnehmen, wie wir wollen. Das ist ein Riesenvorteil. Und da, ah, jetzt können wir sogar schon eine Quest. Sind wir da dran? Das ist ja mal okay. Die Quests auch, muss man nicht zwingend machen, aber es gibt halt schon gut XP und eben auch die Diamanten. Und natürlich auch Geld. Von daher lohnt es sich schon, versuchen, diese Sachen abzuschließen. Oh, es ist so gemütlich. Jetzt denkt man, Mensch, ist das langweilig. Aber ich glaube mir, das wird sich sowas von ändern. Ich wollte da oft, als wir da bei der großen Farm, wollte ich, ja, nur kurz schnell reingucken, mal kurz die Tiere versorgen, Geld einsammeln, ernten. Ja, ja, da ist man sofort, also jetzt bei der Größe, was hatten wir, Level 4 oder 36 von der Farm und auch schon einiges freigeschalten am Platz. Hey, da ist man 2 Stunden dran. Manchmal hat man dann Glück, dass irgendjemand auf der Farm joint und einfach hilft. Deswegen schaut auch, dass ihr da wirklich eingestellt habt, dass man bei euch vielleicht ernten und gießen und so kann. Weil ich besuche auch, oder ich gebe mir Mühe, einfach regelmäßig mal so bei anderen Farmen vorbeizugucken, auch wenn ich die nicht kenne, die Spieler, so ein bisschen zu helfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch bei euch vorbeigucken und auch wenn es nur 5 Minuten sind, ist dann schon super. Da seid ihr schon froh, wenn nur ein Feld gepflügt ist oder ein Feld irgendwie gemäht wurde oder Tiere versorgt oder was auch immer. Was wollen wir hinpflanzen? Oh, Erdnüsse brauchen wir für die Quest. Okay, geht zwar 30 Minuten, aber die benötigen wir jetzt, machen wir die gleich. Ich freue mich auch schon wirklich auf das eigene Haus, das wir dann machen können. Das wusste ich gar nicht. Das war jetzt in der ersten Folge echt ein Zufall. Ich wusste, ich habe es immer wieder gesehen bei Steam, die Updates und hier ein Update und da ein kleines. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht geschaut, was genau gekommen ist. Und jetzt kann man sich ja ein eigenes Farmhaus bauen und das auch einrichten, so wie es einem gefällt. Und ich habe in der ersten Folge euch gezeigt, bei einem fremden Spieler, wollen wir ja gucken, dass die hatte da irgendwie was Essen noch im Haus drin, dass wir da verkaufen konnten. Das ist auch noch krass. Also gibt es da sicher auch Möglichkeiten dann. Eben, ihr seht jetzt, wie zu Beginn, wie ich sagte, ich werde das jetzt so halten. Ich werde es für die Felder gießen. Ich werde versuchen, ein paar Quests zu machen und einiges noch an Feldern dann anlegen wahrscheinlich. Damit wir so schnell wie möglich zu einem einigermaßen guten Stock an Geld kommen werden. Und dann werde ich so, ich denke mal, ich würde sagen, vielleicht jeden zweiten, jeden dritten Tag oder vielleicht auch ein bisschen unregelmäßiger, keine Ahnung. Einfach so ein Update-Let's Play machen. Oder natürlich dann, wenn wir zu dritt spielen, das ist ganz klar, da eine Folge raushauen. Ich muss mal gucken, wie die anderen das dann machen werden, weil die sind jetzt gerade noch im Urlaub und dann geht es dann bei ihnen auch los. Aber wie ihr seht, zu Beginn, es wäre jetzt zu viel, wenn wir jetzt hier schon zu zweit spielen würden, das würde keinen Sinn ergeben. Also das, man hat zu wenig zu tun. Klar, könnte jetzt das Feld vergrößern, das werde ich nachher machen, aber das schaffe ich alleine im Moment auch. Also ist sicher gut, wenn wir da nicht, wenn ich euch nicht jeden einzelnen kleinen Piepepap-Schritt, den ich hier mache in Farm Together, gerade eben am Anfang zeigen werde. Es reicht ja, wenn ich an euch erzähle, was ich alles wieder Neues dazu habe. Und natürlich wichtige Sachen. Mich gibt es natürlich so den Vorteil, ich kann das Spiel dann auch so ein bisschen offscreen endlich hier laufen lassen und immer wieder mal ein bisschen ernten und gucken und kann nebenbei was anderes machen. Aber das wäre jetzt ja eigentlich der Beginn von Farm Together. Also wir haben hier echt einen großen Platz schon zum Beginn. Werdet dann aber merken, wie schnell der zu klein wird.
und dann kann man die Farm, egal irgendwie in eine Richtung, wo man dann möchte, das kann man auswählen, erweitern. Aber das geht natürlich jetzt einen Moment. Haben wir Level 1 auf unserer Farm. Ich habe ganz vergessen, wieder was anzupflanzen. Wie komme ich zu den Quests hier? Okay, wir benötigen Erdnüsse 24. 24 haben wir angepflanzt, 20 benötigen wir. Äpfel haben wir 29. Okay, also wir haben, das habe ich gerade verpasst, hier unten auch die Möglichkeit zu verwerfen. Also wenn uns jetzt wirklich eine Quest nicht passt oder sagen, das geht mir zu lange oder ich habe jetzt gerade nicht so Bock auf das, könnt ihr die auch wegschmeißen und wird eine neue kommen. Weiß nicht, ob ihr da eine Wartezeit habt. Ich mache jetzt absichtlich nochmal die Erdnüsse hin. So, alles klar. Sehr gut. Unser Start in Farm Together für unsere Farm, die hoffentlich wachsen und groß sein wird und die hoffentlich auch reichlich besucht werden wird von euch. Die das Spiel natürlich auch spielen. Da würde ich mich freuen. Ich würde natürlich im Gegenzug auch gerne bei euch vorbeischauen, wie es bei euch ausschaut. Mir da sich auch so ein bisschen Ideen holen, was ich bei mir auch vielleicht umsetzen könnte. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge von Farm Together mit hoffentlich ein bisschen vergrößerter Farm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!